Der Nordkaukasus ist kein Kriegsgebiet, doch Gegenden wie hier Dagestan sind weiterhin unruhig, bewaffnete Gruppen unterwegs. Populär sind bei den meisten muslimischen Studenten Themen wie arabische Kultur und Sprache. Die meisten jungen Leute gehen friedlich ihren Studien nach, doch es gibt hier auch Zirkel von radikalen Islamisten. Ramil Nofsurov geriet in die Fänge einer solchen Gruppe. Ich sah, wie sich seine Einstellung veränderte. Er entfremdete sich von seinem bisherigen Leben. Er ließ sich nicht mehr umarmen wie früher, als Bruder und Schwester. Unser Verhältnis erkaltete. Die Gehirnwäscher brachten ihm bei, dass über allem Allah steht und man für die nächste Welt bereit zu sein hat. So verlieren sie das Interesse an dieser Welt hier. Nach dem Ende seines Studiums unterstützte er islamische Rebellen in ihren Verstecken mit Nahrungsmitteln. Da seine Familie das nicht gut hieß, verließ er sie und erzählte Nachbarn, er ginge in die Wälder. Ich spürte, dass etwas Unvermeidbares und Trauriges geschehen wird, aber ich konnte ihn nicht aufhalten, als er wegging. Einen Monat danach hörte sie, dass die russische Polizei eine Gruppe Bewaffneter in der Nähe der dagestanischen Hauptstadt eingekreist hat. Sie wollten sich ergeben, doch ihr Anführer schoss auf die Polizisten. Es entwickelte sich ein heftiges Gefecht, bei dem alle Rebellen starben, auch Ramil. Viele Muslime sind auch im Kaukasus nicht auf Seiten der Extremisten oder Nationalisten. Hier in Naltschik muss das Freitagsgebet ohne Mufti stattfinden. Der islamische Geistliche wurde von Islamisten getötet. Wenn diese Leute sagen, sie möchten Furcht vor dem Islam verbreiten, kann ich ihnen nicht zustimmen. Vor dem Islam sollte man sich nicht fürchten. Der einzige Weg, ihn zu fördern, ist, die Menschen dazu zu bringen, seine Schönheit zu sehen. Mit Angst werden sie sich nicht bekehren. Seit Ende der 90er drang der Samen des Islamismus in diese Gegend. Auch Professoren in Naltschik machen sich Gedanken um ihre Studenten. Wir müssen mehr über den Islam sprechen. Wir müssen zeigen, dass Russland, unsere Regierung, unsere Verfassung und unsere Gesetze nicht gegen den Islam gerichtet sind. So stehen Russland treue Moslems den Nationalgesinnten und Islamistischen gegenüber. Die Kriege der 90er Jahre haben Spuren hinterlassen. Konflikte innerhalb und zwischen den kaukasischen Volksgruppen oder der russischen Herrschaft werden noch lange für Unruhe in diesen Bergen sorgen. Die Frontlinien sind jedoch nicht so klar umrissen, wie manche Propaganda das glauben machen will.